Einmal eng, einmal zuversichtlich. St. Gallen und Servette gewinnen ihre Cup-Halbfinalspiele. Die Frauen von FC St. Gallen machten im Cup-Halbfinale ein Defizit gegen FC Luzern 67. Und als Eva Bachmann in der 78. Minute sogar den östlichen Schweizer erschoss, schien der eine oder andere Spieler von St. Gallen bereits mit dem Finale behandelt zu haben. Minute glich Anja Furger für die Luzerne aus. Aber die Freude unter den zentralen Schweizer sollte erst in letzter Zeit in der 5. Minute der Unterbrechungszeit sein, traf Bachmann die Entscheidung mit ihrem zweiten persönlichen Ziel. Alles ist gut für St. Gallen. Das zum ersten Mal im Pokalfinale ist Servette ohne Probleme. Im Finale gibt es ein Duell mit Servette Genua. In ihrem Halbfinale gegen die FCZ-Frauen gaben die Genfer Frauen keine Blüte. Zürich-Frauen antworteten nicht. Sandrine Mauron lieferte in der 85. Minute das 3:0-Endergebnis. Dies bedeutet, dass der amtierende Pokalsieger FCZ die Segel im Halbfinale löschen muss. April ab 17:00 Uhr. Lebe auf SRF2 und in der SRF Sport App.